Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Casino Island Simulator. Es hat sich ein bisschen was getan seit dem letzten Video. Ich habe ja gesagt, wir spielen einfach mal ein bisschen vor, wir holen ein bisschen Geld rein. Das habe ich gemacht, dann können wir uns die neuen Sachen anschauen. Amanda und Richard sind auch schon da und der gute Steve, der steht hier vorne. Es gab wohl ein, zwei Updates mit neuen Sachen. Guck mal, jetzt musste ich erstmal gucken, wie ich meine eigene Bürotür aufbekomme. Wir machen das Casino auf, weil nichtsdestotrotz, wir brauchen Geld. Und warum ist mein Bildschirm da? Haben wir hier eigentlich? Hatte ich das nicht mal? Nach welcher Farbe ist uns denn... können die Leute natürlich auch hier völlig im, im Hellen durch die Gegend torkeln lassen. So, ich muss selber mal schauen. Es soll neue Automaten geben. Gut, sehe ich jetzt noch nicht so wirklich. Oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier irgendwas nicht dazwischen war. Und das ist total im Rahmen der Möglichkeiten. Wir können extra Kassierer noch einstellen, beziehungsweise hier so extra Standpunkte bauen, wo wir noch Kassierer hinstellen, falls die beiden, die wir haben, nicht reichen. Aber ja, da sind wir ja noch vollkommen ausgestattet. Neue Deko soll es geben, da sind wir ja aber auch noch nicht so im Game. Dekotechnisch, ihr seht, ne, wir können jetzt, ich denke mal, Damen tanzen lassen. Ich an dieser Stelle muss ja sagen, ich würde es ja auch okay finden, wenn wir wählen könnten, wenigstens zwischen Damen und Herren. Ja, also, ja, da rennt einer. Sie hat anscheinend versucht, uns zu... bescheißen. Der gute Steve hat sich drum gekümmert. Also hier nichts mehr mit bescheißen. Das wollen wir ja mal so festhalten. So, ich muss selber erstmal schauen. Eins der Probleme war ja, dass wir eine gewisse Kapazität haben. Und wenn die voll ist, guckt an. Es Probleme gab, weil ja die Leute an die Bar sind und dann irgendwie nicht gespielt haben und ja, das ist halt so ein bisschen dieses Problem mit der Kapazität. Wenn du natürlich 32 Leute hier drinne hast, die eventuell an den Maschinen und den Tischen spielen könnten. Oh je, Steve, warum stehst du hier so? Müsstest du nicht wieder vor der Tür stehen? Da ist gemütlicher im Roulette-Tisch, sagst du. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Dann lassen wir ihn da einfach so stehen. Ja, wie gesagt, das Problem ist natürlich, wenn die jetzt hier stehen und trinken und nicht spielen, bekommen wir weniger Geld. Das ist doof. Aber, ja gut, müssen wir schauen. Ich hatte eigentlich auch irgendwo gelesen, dass man jetzt wohl auch mehr Leute reinbekommen soll. Oh, was ist denn hier los? Ich muss mal ganz kurz gucken, ne? Hallo, Hundi. Okay, mit den Hunden kann man wohl auch immer noch nicht interagieren. Finde ich schade, weil auch da hatte ich irgendwo, dass Leute gesagt haben, man kann die jetzt füttern. Ich kann sie nicht füttern. Finde ich schade, weil eigentlich sollen das ja immer noch unsere Casino-Hunde werden. Aber gut, anscheinend dann noch nicht. So. Ich überlege halt die ganze Zeit, war hier schon immer einfach nur ein schwarzes Bild oder hatten wir da nicht auch mal einen Hintergrund? Ich weiß es nicht mehr, ne? Tut mir echt leid. Da, ja. So, ich guck mal ganz kurz. Wen könnten wir denn... ja, mir erschließt sich gerade die Sache nicht von ihr.
Und ihm, Flugbegleiter, habe ich da irgendwas noch nicht mitbekommen? Warum, wofür brauche ich einen Flugbegleiter? Die Frage ist jetzt, erweitern wir das Casino etwas? Ich würde das einfach mal ein bisschen größer machen. Ich gehe mal ganz kurz schauen. Wo haben wir denn jetzt? Okay. Das würde mir, glaube ich, tatsächlich jetzt auch schon wieder reichen. Für die neuen Pläne. So, wir gehen einmal in den Shop. Blackjack hatten wir ja. Oder gibt es neue Tische, ne? Ich meine, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, gab es nur 4 Tische. Mittlerweile gibt es 6 dementsprechend. Jetzt ist aber halt die Frage, ne? Also er hier ist auf jeden Fall neu. An den könnte ich mich erinnern, wenn ich das Ding schon mal gesehen habe. Ist das beim Roulette genauso? Ja. Okay. Es ist natürlich aber immer noch auch die Frage, klar, wir kriegen mehr Kapazitäten und ein bisschen XP dazu. Aber wenn wir den besseren Tisch dahin stellen, ne, kommen dann auch, also ist unsere Chance, die Leute abzuziehen, höher. So, okay, hier hat sich nichts getan. Ja, ihr habt gesehen, ne, ich habe ein bisschen Geld rangeschafft, aber das Level, ja, ne, also da sind wir noch nicht so, da braucht's noch. Weißt du, was für ein Level können wir denn das Ding könnten wir kaufen? Hat aber halt auch nur eine Kapazität von 1, weil, ist ja klar, ist eine Slot Machine, können nicht, außer wir kaufen die dann halt, aber da sind wir noch ewig von entfernt. Aber an die kann natürlich immer nur einer. Jetzt ist halt wirklich diese Frage, warum zum Teufel sollte ich eine für 10.000 kaufen, wenn ich auch, ja, mehrere für 800 kaufen könnte. Also da muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht. Da tut es mir so ein bisschen leid, aber ach ja, wir konnten das jetzt nicht tragen. Da tut es mir echt ein bisschen leid. Aber da müsste das Spiel mir so ein bisschen mehr erklären, wieso, weshalb, warum. Ich meine, außer dass sie halt hübsch sind, sehe ich keinen anderen Grund, die zu kaufen. Muss ich halt einfach so sagen, ne? Das. Wir könnten halt noch eine zweite Bar, aber das Problem ist, die bringt uns halt keine Kapazität. Es wäre schön, wenn die Bar oder die Bars Kapazitäten bringen würden, weil wenn wir jetzt noch eine Bar reinstellen, dann werden die Leute halt eher noch mehr trinken wahrscheinlich, statt zu spielen. Und das ist immer noch nicht das, was wir wollen. Wir könnten natürlich die Bar, die wir jetzt haben, wegmachen und zum Beispiel gegen die tauschen. Die könnten wir halt mitten reinstellen. Das, ja. Ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht. Das Problem ist, wir können halt nicht umbauen, weil wir können oder wir dürfen die Maschinen immer noch nicht verschieben, wenn Leute im Casino sind. Muss ich ehrlich sagen, finde ich halt auch. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Wir hätten uns das also auch sparen können, schon mal hier zu kaufen, weil wir können ja halt eh nichts damit anfangen. Dann würde ich nämlich die Maschinchen auch wieder versuchen, an die Wand zu bringen. Wir kaufen noch 1-2 neue Maschinchen. Haben sie ihr die lila Haare geklaut? Oder sieht das jetzt nur wegen dem Licht so aus? Sie hat ihre neue. Aber nee, das ist doch. Ja, doch, das ist dieses. Doch, dieses hell, ganz helle Pink, ne? So, Steve, was für eine Gefahr lauert hier hinten in der Ecke? Kannst du mir nicht erzählen? Okay. Spielt ihr? Macht ihr irgendwas? Also. Ich, ja, möchte nicht, ne? Aber ich befürchte, das ist so ein typisches Ding hier. Wenn Updates kommen,
Fünf Fehler werden ausgemerzt, drei neue kommen rein. So, wir müssen jetzt, ja, es ist Mitternacht, ne? Es ist 3 Uhr nachts, es sagt, es ist Mitternacht. Es dauert jetzt halt noch eine Weile, bis das Casino leer wird. Dementsprechend. So, brauchen Sie eine Empfehlung? Nee, ich nehme hier. So, danke, das nehme ich wieder mit rüber. Wobei, ne? Wenn die mal alle noch in mein Casino fehlen, versteht ihr mich überhaupt noch? Muss ich euch ins Ohr schreien, damit ihr... So, wir trinken schon mal unser Feierabendbierchen. Oh, so was haben wir schon ausgetrunken. Das letzte Mal war aber mehr drin im Bier. So, und jetzt müssen wir halt warten, bis die ganzen Leute hier rausgehen. Die Frage ist jetzt, weil jetzt haben wir nur noch Kapazität 1 von 32. Der Laden ist aber noch voll. Ach, jetzt, das ist wieder das Ding. Wir können wahrscheinlich nicht beenden vorher, weil die ja noch da sind. Wenn die sich jetzt so ewig an den Getränken festhalten, ne? Ich überlege tatsächlich, ob wir die Bar einfach wieder komplett rauskicken, weil die ist schon extrem nervig. Weil die lungern jetzt eigentlich nur noch hier rum und trinken. Okay, das Problem ist offensichtlich auch immer noch nicht behoben, dass sie halt einfach hinter die Maschinen gehen und da dann verweilen. Ja. Wir haben zwar jetzt 0 von 32, eventuell könnten wir jetzt schon den Tag beenden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die dann mit unserem Geld rausmarschieren. Wobei eigentlich stimmt, wir müssen sie auszahlen, ne? Das wäre ja jetzt, wenn wir... Vielleicht behalten wir das Geld von denen dann auch einfach. So, erwischte Betrüger 15. Also Steve macht seinen Job gut. So, heutige Kunden 56. Das ist halt einfach viel, viel zu wenig, ne? Das ist halt einfach viel zu wenig, wenn man überlegt... Ach, wir können... Oh Gott. Ich dachte, wir können... Wir können wenigstens den Automaten einfach nehmen und... Ich gehe mal kurz durch und pack die alle ein. Das ist natürlich auch eine Arbeit für... Blöde dann, die immer einzupacken und... Vor allen Dingen... Vor allen Dingen, wenn wir dann nochmal eine neue Erweiterung. Holen, dann ist ja. Stehen die ein bisschen zu eng? Ich meine, Platz sparen, ne? Ist ja auch alles hier, oder? So. Dann holen wir nämlich die noch rüber. Gucken, ob die da jetzt alle dran passen. Du passt doch bestimmt noch. Guckt mal. Super. Jetzt ist halt wirklich die Frage, was machen wir mit der Bar? Verkaufen wir sie? Und kaufen die neue? Komm, wir kaufen die neue. Also wir holen uns jetzt die,
die wir mitten reinstellen können. So, einmal kaufen. Obwohl ich immer noch nicht überzeugt bin von der Bar an sich. Na, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist die Frage. Stellen wir die einfach direkt. Guck mal, kannst du doch, ne? So, Megan kommt wieder. Müssen wir noch irgendwas umstellen? Wo wir jetzt sagen, okay, bevor wir den Laden öffnen, machen wir das? Oder lassen wir das jetzt einfach? Ich überlege halt. Was er hier mit der Wand hier hinten, das ist auch sein Geheimnis, ne? So, jetzt hätten wir die. Das sind die. Denkst du jetzt einfach so ein bisschen zusammen für sich hier, ne? Kaufen wir hiervon nochmal. Oh, habe ich. Okay, ich dachte jetzt gerade, ich habe auf die falsche Taste gedrückt und sie verkauft statt. Gut, dann würden wir jetzt einmal aufmachen, damit neues Geld reinkommt. Und würden uns dann nochmal den Maschinchen hier widmen. Ich würde einfach. Ach, dieses Geräusch ist. So, davon haben wir jetzt nochmal 4 geholt. Hiervon würde ich nochmal 2 holen. Und jetzt ist die Frage. Es lohnt sich ja gar nicht eigentlich, den zu holen, wenn wir auch den holen könnten. Ich meine, die 150 XP. Ich finde den tatsächlich ein bisschen schicker als den. Wie viel haben wir? Wir holen wir noch einen dritten? Wir holen noch einen dritten. So. Meine Güte. So, jetzt lassen wir uns überraschen. Was haben wir denn hier drinne? Okay, das sind die. So, zack mal ganz schnell jetzt hier nach. Was für ein Level brauchten wir denn für den nächsten Sicherheitsmann? Ich gehe mal kurz hier. Verwaltung, ne? Einstellen. 17, okay. Also immer noch ein bisschen von entfernt. Ich möchte ja immer noch wissen, wofür wir die Flugbegleiterin brauchen. Oder brauchen könnten. Und der Manager wäre jetzt halt eine Führung, Problemlösung, Gewinnmanagement. Was genau tut er dann, wenn... Das würde mich jetzt tatsächlich... Okay, wir stellen erstmal unsere neuen Maschinen hin. Weil, oh guck mal, da rennt er, da rennt er. Oh, da kriegt jemand Ärger. Momentan ist es ja so, wir sind ja der Manager vom Ganzen, würde ich sagen. Also was tut dann der andere Manager? Wir haben ja prinzipiell gerade gar nichts mehr zu tun, außer Sachen kaufen und hinstellen.
und erweitern. Und das möchte ich ja eigentlich nicht, dass das jemand anders macht. Dementsprechend, Spiel, wäre es schön, wenn du mir erklärst, was der andere denn jetzt dann da tut, wenn ich ihn einstellen sollte. Wobei wir da halt auch noch echt Kilometer von entfernt sind. Ach, wo stellen wir denn das jetzt hin? Wie er einfach schon wieder, ne? Guck mal, wir haben hier noch eine Wand frei, da... Ja, du solltest das lassen, ne? Seit Steve da ist, der kennt keine Gnade. Wir könnten natürlich auch noch mal nach einem neuen Roulette-Tisch dann schauen. Es ist halt wirklich schade, dass die neuen Sachen dann so ewig brauchen im Level, bis du sie kaufen kannst. Also es sind jetzt... Wo hatte ich die nochmal gekauft? Sind das die? Nee. Oder? Hatten wir nochmal was? Doch, das sind die. Die sehen anders aus. Hatten wir jetzt... Ach, da sind die. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir noch was von den teuren da mitgekauft hatten oder nicht. Aber anscheinend nicht. Ist okay. Gut, dann stellen wir den jetzt aber. Warum stehen die so weit von der Wand weg? Und dann holen wir den halt dann gleich einfach rüber, wenn die Nacht vorbei ist. Ist ja auch schon wieder fast. Ja, na, Roulette, na. Was ist denn das Höchste am Roulette, was wir kaufen können? Wir können noch nicht... Na, dann warten wir bis Stufe 15 und holen uns dann den statt noch einen von dem Tisch, weil das ist ja Schwachsinn. So, gib mir mal hier Blackjack. Was könnten wir denn da? Den könnten wir kaufen. Da passen 4 ran. Komm auf. Wir müssen halt einfach unsere Kapazität noch nach oben bringen, damit wir mehr Gäste bekommen. Wie schaust denn du aus? Okay. Ah, ist halt die Frage, ne? Wir könnten den ja auch einfach irgendwie hier mitten reinstellen. Wir müssen die ja nicht immer so an... die Wand stellen. Der ist ja eigentlich auch ganz schnieke so. Jetzt haben wir die dritte Jessica da stehen. Da kann man natürlich auch... wäre natürlich schön, wenn tatsächlich auch immer mal andere Damen oder auch Herren an den Tischen wären. Okay, Steve. Ja. So, sollen wir mal probieren. Aber jetzt haben wir noch 12 Kapazität. Da werden wir jetzt nicht, ne, schließen können. Nee, okay. Ich habe mir nämlich gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal aus, ob wir zumachen können, wenn die noch... Aber wenn noch Kapazitäten da sind, also... Dann nicht. Das, ja. So. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Aber gut, wir könnten natürlich auch dann gleich hier auf das Neue gehen, weil das kriegen wir auch bei Level 15. Das Ding sieht halt aus wie vom Weihnachtsmann persönlich geklöppelt, ne? Also das ist... So, wir werfen mal einen Blick in die Dekorationen. Wir könnten natürlich auch einfach mal irgendwo so ein Sofa hinstellen. Die Frage ist, setzen die sich da auch drauf? Komm, wir kaufen einfach mal ein Sofa und...
probieren das aus, auch wenn ich gerade spontan nicht weiß, wohin mit dem Sofa. Weil das möchte ich eigentlich nicht so mitten reinstellen. Ah, das. Vielleicht stellen wir es erstmal mitten rein und verschieben es dann gleich, wenn. Guck mal hier. Zack. Oh, das ist aber ein großes Sofa. Oh. So, Leute, seid ihr langsam fertig? Weil ich tatsächlich auch sagen würde, wir könnten eventuell das ganze Ding doch nochmal vergrößern, ne? Aber dann, oh, dann müssen wir wieder die ganzen Automaten verschieben. Oh. Also, das ist so ein bisschen. Ja, ne? So. Was hätten wir denn? 8000. Das ist bestimmt die Seite, also die entgegengesetzte Seite kommen wir, ne? Was soll der Geiz? Und ach Gott. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Jetzt haben wir da das Stück gekriegt. Okay, alles klar. Das ist natürlich. Warum nicht? Komm mal, können wir jetzt beenden? Ich würde gern. Nee, okay. Hm. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir das. Okay, Steven geht. Liegt es daran, dass wir unser Feierabendbier nicht geholt haben. So, einmal noch ein Bier. Ja, ja. Nehme ich mit. Oh, nehme ich mit. So, Steve, pass bloß auf, dass du mir da nicht reinfällst. So, jetzt ist doch keiner mehr da. Können wir jetzt beenden. Na, seht ihr. Erwischte Betrüger 4. Also, das ist aber wir hatten auch nur 50 Kunden. Also, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das mit den Kunden ist ultra nervig. Vor allen Dingen, weil wir jetzt wieder Zeit verlieren. Weil wir hier die blöden Dinger einräumen müssen und verräumen wieder. Wobei jetzt natürlich die Frage wäre, wenn wir es jetzt schon im Karton da stehen haben, dürfen wir das, also können wir die dann wenigstens hinstellen, wenn schon offen ist? Wahrscheinlich ja, oder? Dann überlege ich nämlich ganz kurz, was ich jetzt noch in den Karton reinschmeiße. Da machen wir nämlich das erstmal wieder in den Karton. Sie müssten wir wahrscheinlich verkaufen, oder? Können wir sie? Nö. Okay, eventuell habe ich damit nicht gerechnet, dass wir sie einpacken können. Lassen wir sie hier stehen. Wir lassen sie erstmal da stehen. Ach, guck mal, sorry, tut mir leid, dich müssen wir auch einpacken. Und euch muss ich einpacken. Und wir machen einmal auf. Und ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Das, ne? Sonst ist doof. Hier machen wir einfach die Wand erstmal weiter. Also ich weiß nicht, dafür müsste man sich eine. Ach, das ist. Ach nein, jetzt habe ich die. Dann stellen wir die erstmal dahin. Wenn das jetzt. Das passt da nicht mehr, ne? Dann stellen wir das nämlich dahin. Also da müsste man sich halt irgendwas einfallen lassen, finde ich. Das ist schon ein bisschen nervig, dass du das halt immer alles einpacken musst und dann neu hinsetzen und hinstellen und hast du nicht gesehen und ach, weiß ich nicht. Wo machen wir sie denn mal? Wird sie doch tatsächlich, glaube ich, wieder da.
da erstmal stehen lassen. Du kannst was, kann ich nicht? Ja, Entschuldigung, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid, Spiel, bitte. Akzeptiere meine Entschuldigung. So, wir haben Level 15. Können wir uns jetzt das Roulette-Ding leisten? Nee, natürlich können wir uns das jetzt nicht mehr leisten. So, Leute, kommt, wir brauchen Geld. Oh, was haben wir hier? Ach, stimmt, da hatte ich noch... Wo passt der jetzt noch dahin? Aber ganz knapp. Das hatte ich verdrängt, dass wir da... Aber guck mal. Sie sitzen auf dem Sofa. Das ist schon mal gut. Dass das tatsächlich nicht nur Deko ist, sondern sie sich da auch draufsetzen. Jetzt ist halt auch wieder das Ding, was für eine Bewandtnis hat das, ne? Es wäre jetzt halt schön, wenn du damit zum Beispiel jetzt auch zwei Leute mehr in dein Casino bekommen würdest. Statt, ne? Weil sie können sich da ja jetzt hinsetzen. Und warten, Spaß haben, was trinken. Ich weiß es nicht, ne? Was man halt so auf dem Sofa macht. So, wir kaufen mal noch... Nee, ich wollte den kaufen. Ach, warum gucke ich denn die ganze Zeit auf den? Wir hatten ja nur ihn hier. Wollten wir überhaupt Roulette kaufen? Doch, oder? Jetzt habe ich mich wieder selbst verwirrt. Warte, den haben wir eben gekauft für... Und der ist bei Level 15, hat der sich freigeschaltet, ne? Okay, komm. Gut, dann hätten wir den eben doch schon kaufen können. Den stellen wir jetzt hier irgendwo hin. So, da ist auch die gleiche Dame. Hm. Kapazität von 49, das ist halt... Hallo? Gibt der mich einfach weg? So, wir holen hier nochmal ein, damit wir die Kapazität von 50 voll haben. Ja, ansonsten wäre es jetzt halt wieder dieses Ding, ich sag wie es ist, ne, ich würde das Spiel jetzt an dieser Stelle halt einfach wieder einfach, wenn ich jetzt nochmal einfach sage, dürft ihr mich hauen. Tut mir echt leid. Es ist jetzt so, ich würde das Spiel jetzt laufen lassen. Ich würde jetzt einfach 2, 3, 4 Tage laufen lassen, ohne dass ich irgendwas mache, damit das Level hochgeht und damit Geld reinkommt. Das ist halt, ja, nicht so super interessant. Es ist halt auch spieltechnisch, ja, ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt halt, was du dazwischen dann machen kannst. Zwischen, du musst Geld dran schaffen, du musst aufleveln. Und du möchtest hier irgendwie noch was machen. Also das Grundprinzip finde ich super. Man muss auch wirklich sagen, der Entwickler hat noch eine sehr, sehr interessante Roadmap. Aber jetzt sind wir halt wieder an diesem Punkt, wo ich sage, ja, ich kann euch gar nichts mehr zeigen, weil, wie gesagt, ich würde es jetzt einfach nur laufen lassen, damit Geld reinkommt und wir dann weitermachen können an der nächsten Stelle, wo wir quasi dann die nächsten Sachen kaufen können. Das, was ja aber jetzt elendig lang dauert. Ich werfe mal nochmal, einen kurzen Blick. Wann war denn hier Poker? Mit Level 45. Wir sind 15 jetzt. Also, da liegen halt wirklich Welten dazwischen. Guck mal, wir könnten jetzt hier, ne, mystisches Glück einmal kaufen. Aber das ist halt auch so ein Ding, ne? Es würde einen halt wirklich viel mehr bringen, wenn du deinen Laden mit den Billigdingern vollklöppelt, damit die halt überhaupt in den Laden reinkommen.
statt ja, was Teures zu holen, ne? Ich wollte mal kurz, wo war denn nochmal hier Wachstum? Der nächste Bereich kostet jetzt 10.000 und dann 13.000. Also es ist, ne? So ein bisschen sind wir in diesem eigentlich laufen lassen, groß ziehen das Ding, so viele hier Maschinen, also Slot-Machines reinkloppen, wie du kannst. Und dann, ja. Also jetzt sind wir halt im Wartebereich des Ganzen. Hi, Steve. Ja, also so viel zum Wachstum bis hierhin, würde ich sagen. Ich habe euch noch mal ein bisschen was gezeigt, was ihr machen könnt, wie ihr, ne? Also wenn man Zeit hat und das Spiel auch einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen kann, ist es ein ganz nettes Spiel immer noch, muss ich wirklich sagen. Aber du kommst halt sehr schnell an den Punkt, wo du sagst, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll, ne? Und da sind wir jetzt wieder, ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll, außer einfach, wie gesagt, laufen lassen. Dementsprechend sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ihr lasst euch bitte nicht ärgern und nicht stressen. Und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal Ich sage danke für eure Zeit mit euch im Team.